Hallo und herzlich willkommen hier zur 9. Ausgabe von SWD TV. Mein Name ist Guido Arns und ich darf Sie heute einladen, auf meiner Wintertour hier im Januar 2016 eine thermische Solaranlage im Nationalpark Hunsrück-Hochwald anzuschauen. Ja, leider ist das Wetter sehr winterlich, beziehungsweise wir haben Tauwetter und mit starkem Nebel, so dass wir nur wenig Sicht haben. Aber was man ganz gut sehen kann, hier wurden zwei Röhrenkollektoren des Typen HP30 in Aluminium-Schwarz verbaut. Die Anlage ist schon ein wenig älter, die ist aus dem Jahre 2014, wird also in diesem Jahr schon 3 Jahre alt und speist einen 1000 Liter Pufferspeicher. Weiter wurde hier ein Holzvergaserkessel der Firma Atmos installiert. Diese Heizquelle ist die Hauptheizquelle in der kalten Jahreszeit und im Notbetrieb, also immer dann, wenn man gerade keine Zeit, keine Kraft oder was auch immer hat, kann eine Ölzentralheizung das Ganze noch weiter unterstützen. Ja, zusammenfassend ist zu sagen, dass ein 1000 Liter Pufferspeicher relativ groß dimensioniert ist für nur 10 Quadratmeter Kollektorfläche. Die Anlage wird hierdurch relativ träge, was aber nicht bedeutet, dass hier nicht viel Ertrag generiert wird. Anhand dieses Balkendiagramms, welches mit dieser Solarregelung von Schüco zur Verfügung gestellt wird, kann man hier ganz gut oder kann der Kunde ganz gut nachvollziehen, wie viele Kilowattstunden am Tag, in der Woche und in den letzten Jahren erwirtschaftet wurden. Ja, vielen Dank auch diesmal für diesen schönen Nachmittag hier im Hunsrück und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen für den nächsten Clip, der ebenfalls hier im Hunsrück im Winter von mir gedreht wurde.